So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Und ihr wisst, besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Und momentan ist ja immer noch das mit dem Coronavirus so extrem vertreten. Und ihr könnt in dem Sinne ja nicht mehr essen gehen, weil ihr nicht, die meisten Restaurants haben geschlossen. Ihr dürft nicht mehr drinnen sitzen, zusammensitzen. Viele haben auch den Lieferdienst eingestellt. Das Abo, wo ich sonst auch immer gerne esse oder bestell, haben auch heute gepostet, dass sie aufgrund der aktuellen Lage auch nicht mehr liefern können, aber Abholung ist weiterhin möglich. Jetzt gibt es andere, die gerade auf Liefern umgestellt haben, um die Wirtschaft noch aufrechtzuerhalten vom Lokal. Und wir wollten die ganze Zeit mal beim Goldenen Löwen probieren, was es da für Burger gibt. Hat aber nicht geklappt. Einmal haben wir einen Tisch reserviert. Sind dahin, also das war schon vor dem ganzen Corona-Zeugs, wir haben den Tisch reserviert, sind dahin und als wir dort waren, war es trotzdem so überfüllt und er hat auch gemeint, tut mir leid, ich muss euch wieder wegschicken. Wenn ihr das nächste Mal kommt, sagt einfach, ich habe euch weggeschickt, dann kriegt ihr drei Schnaps und so. Und die haben auch jetzt beim Goldenen Löwen natürlich Lieferdienst angeboten, eine Karte gepostet, dass ihr anrufen könnt. Jetzt habe ich da angerufen, bin dann aber irgendwie nicht in Kloster Vesra beim Goldenen Löwen rausgekommen, sondern beim Gasthof Haselbach in Brattendorf. Aber die gehören irgendwie auch dazu, haben auch das gleiche Essen. Und da habe ich mir jetzt einfach mal drei Burger bestellt für Pupsi, noch ein Schnitzel mit Ei. Ich habe mir jetzt drei Burger bestellt, die ich theoretisch auch hätte dort essen können, probieren können. Ich wollte aber mal diesen Lieferdienst testen, wenn es schon Burger gibt, die man bestellen kann. Habt ihr sonst eigentlich nie. Die sind jetzt auch angekommen. Jeder Burger ist hier in so einer schönen Styroporverpackung geliefert worden. Es gab Kartoffelecken dazu. Normalerweise, ich habe aber alle mit Pommes genommen. Und jeder Burger kostet, glaube ich, 12,90 €. Das erstmal vorweg. Jetzt machen wir es mal auf, gucken mal rein, wie das aussieht. Hier haben wir also den ersten Burger. Und das ist ein, das müsste, glaube ich, der Chili Cheese Burger sein. Sieht doch eigentlich gut aus, oder? Auch besonderes Brötchen, so ein Brötchen habe ich noch nie gesehen. Was ich jetzt schon sagen muss, aber die Kartoffeln, also die Pommes, ich wollte extra keine Kartoffelecken, weil mir die zu kartoffelig sind und habe auf schöne Pommes gehofft. Jetzt sind das auch solche Pharmakartoffeln oder irgendwas, die natürlich auch sehr breit sind. Hätte ich theoretisch auch Kartoffelecken nehmen können. Aber egal, wir probieren trotzdem mal eine Pommes. Man kann das Salz schon sehen, aber man schmeckt es auch. Könnte insgesamt ein kleines bisschen knuspriger sein. Die sind noch sehr kartoffelig im Inneren, aber die sind wenigstens gewürzt. Die letzten Pommes, die ich irgendwo hatte, da war einfach gar nichts dran. Die sind gewürzt, die könnt ihr so dazu essen. Das passt auf jeden Fall. Und jetzt wollen wir uns natürlich den schönen Chili Cheeseburger mal angucken. Wir heben den hier auch mal an. Da habe ich schön den Käse drauf, das Fleisch, alles zerläuft. Unten drunter können wir jetzt, glaube ich, gar nicht gucken. Wir können auch nicht so lang rum. Wir heben den einfach mal raus. Wir heben den an. Wir nehmen den in die Luft. Ihr habt den jetzt hier, einen Chili Cheeseburger vom Haselbach. Da beißen wir jetzt einmal rein. Hier drüben, wo die ganze Soße ist, und gucken mal, ob der scharf ist, ob der nach Chili schmeckt, was mich da erwartet. Wir nehmen hier die Stelle, wo das ganze Grüne auch ist. Also so richtig scharf schmeckt es jetzt nicht. Ich glaube, da würde ich mir nachträglich noch so Chili-Soße von Flying Goose, nehme ich die meistens. Noch nachträglich so Chili-Soße drauf machen. Wir können nämlich hier den Käse dippen mit der Pommes. Irgendwie hat das Brötchen so eine süße Note. Ich komme mir gerade vor, wie an Weihnachten, als würde ich irgendwie ein Plätzchen essen oder Gebäck, aber keinen Burger an sich. Es ist auf jeden Fall mal was anderes. Also das Brötchen ist wirklich, habe ich noch nie gesehen, schmeckt auch komplett anders als ganz normale Hamburger-Buns. Ich finde aber trotzdem, die Konsistenz und eben der Geschmack von dem Hamburger, mir fehlt die Schärfe. Das Fleisch schmeckt besonders, okay.
Aber da habe ich schon Besseres bekommen. Also da muss ich wirklich mal kritisch sein. Und irgendwie das Brötchen, auch wenn so toll wie es auch aussieht, das ist irgendwie wie so ein Bagel und das ist irgendwie so süßlich vom Teig her etwas. Finde ich eine komische Kombination. Man kann es natürlich essen, aber für einen richtig kräftigen, saftigen Burger brauche ich da einfach einen anderen Geschmack. Das war aber nur einer. Wir gucken uns mal die anderen an. Als nächstes haben wir nämlich hier den, das müsste der Bacon Beef Burger sein oder Beef Bacon Burger. Natürlich auch wieder mit Pommes dabei. Ihr habt ja ganz klar natürlich den ganzen Bacon drauf. Unten drunter das Beef normal. Die haben auch so weiße Burgersoße nochmal unten drunter, die sicherlich den Geschmack machen. Ihr habt ja also weniger Käse. Beziehungsweise gut, da ist doch auch Käse dabei. Oder ist der Käse von dem anderen runtergedrobbelt? Ihr habt normal eine Scheibe von dem Fleisch, die müsste ja dort die gleiche sein. Habt zusätzlich hier halt den Bacon drauf, der hoffentlich schön knusprig und salzig ist. Ihr habt hier wieder ein bisschen Unkraut dabei, ihr habt diese Soße. Wir beißen jetzt einfach mal hier vorne rein, da wo der ganze Bacon sich angesammelt hat. Hätte ich nicht gedacht, normalerweise, Chili Cheese ist ja eigentlich immer mein Steckenpferd. Auch beim Lutz oder so, muss immer Chili Cheeseburger essen. Mann, alles hängt im Bart. Aber ich muss sagen, mir schmeckt der Bacon Beef Burger, Beef Bacon Burger, wie auch immer, besser als der Chili Cheeseburger. Denn da ergibt das Fleischpatty zusammen eben mit dem Bacon, mit dem salzigen, knusprigen, der ist auch wirklich guter Bacon da drauf. Muss ich schon sagen, ergibt einfach ein besseres Burger-Feeling und Burger-Erlebnis als der Chili Cheese. Der hat irgendwie süßlich geschmeckt. Hier merkt ihr gar nichts Süßliches. Ich weiß jetzt nicht, ob es an den verschiedenen Soßen liegt oder an den Brötchen. Aber da ist ja eigentlich das gleiche Brötchen dabei. Trotzdem habe ich da nichts Süßes gemerkt. Eher das Salzige und Würzige. Aber wir haben ja noch einen dritten. Mal gucken, ob es beim Beef Bacon Burger bleibt oder ob der hier die Oberhand gewinnt. Hier habt ihr nämlich noch einen Pulled Pork Burger. Auch wieder dieses besondere Brot. Hier habt ihr dann also Pulled Pork Fleisch drauf. Ihr habt Kraut dabei. Das kann man natürlich auch mal testen. Hier ist, glaube ich, auch noch Barbecue-Soße am Rand. Wir können das Fleisch einfach mal so. Gewohnte Soße. Schmeckt aber auch wieder ein bisschen süßlich irgendwie. Und das Fleisch an sich, weiß ich nicht, war für mich jetzt ein bisschen trocken. Kenne ich auch anders, dass das zarter und saftiger ist. Den holen wir aber auch mal raus aus der Packung. Beißen da natürlich auch rein. Wenn der aber den Geschmack beibehält, wie es jetzt eben war, glaube ich wirklich, dass der Pulled Beef Burger nicht der neue König wird. Es fällt auf jeden Fall schon mal alles ab. Sieht interessant aus. Obwohl, jetzt habe ich ja gleich noch hier Kraut dabei. Wir beißen also hier rein. Gucken mal, ob der auch gut abschneidet. Also ich muss sagen, der schmeckt auf jeden Fall interessant. Er ist aber komplett durchgeweicht. Der ganze Boden, alles ist matschig. Alles fällt auseinander. Oh mein Gott, der ganze Tisch hängt voll. Hier Fleisch, sieht aus wie eine Kakerlake oder eine Olive. Ich finde, das Fleisch an sich hat jetzt nicht so viel Geschmack. Mir fehlt irgendwas bei dem Fleisch. Es gibt einfach nur eine große Sauerei. Mit der Soße ist das gut gemein, auch mit dem Kraut dazu. Schön, jetzt ist alles aufs T-Shirt gegangen. Aber ich finde, der Beef Bacon Burger hat ja auf jeden Fall am besten abgeschnitten. Mit den Pommes dazu ergibt das nochmal ein ganz anderes Bild. Das war es aber jetzt von meiner Seite aus. Ich bin einfach komplett eingesaut. Keine Ahnung. Also für 12,90 €. Okay, habe ich jetzt trotzdem mehr erwartet. Ich habe schon viele Burger probiert, viele Burger gegessen und bei vielen war ich immer begeistert, war ich auch bereit, mehr zu bezahlen. Wir kennen noch den Double Wagyu Burger. Der war auch richtig brutal für 24 € oder so, glaube ich. Der war so fett, so richtig genial vom Geschmack her. Da können die auf jeden Fall nicht mithalten.
Wenn ihr euch ein eigenes Bild machen wollt, könnt ihr die aber auch mal probieren. Aber ich glaube, ich würde beim nächsten Mal dann auch einfach Schnitzel nehmen und mir mal die Schnitzel zu Genüge führen, gucken, wie die Schnitzel da schmecken, wie die Schnitzel abschneiden. Es muss ja nicht immer Burger sein, obwohl Burger natürlich mein Lieblingsgericht ist, weil es so viele Variationen gibt. Jeder macht den anders. Diesmal also nicht ganz so krass abgeschnitten. Kann man trotzdem essen, finde ich. Und wenn ihr das auch mal probieren wollt, geht mal zum Gasthof Haselbach, probiert da mal, oder geht mal zum Goldenen Löwen, testet da mal die Burger. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.